Einen wunderschönen. Heute haben wir tatsächlich schon das 9. Video mit Anekdoten. Die gehen auch nicht aus, also da könnte man glaube ich 100 machen. Ich will dich aber auch nicht langweilen. Und ja, heute sind es glaube ich ein bisschen kürzere Sachen, ein bisschen sehr viel ältere Sachen dabei. Aber es macht ja nichts. Passiert ist passiert. Fangen wir an mit der ersten Geschichte. Als wir in Tansania ankamen, ich muss vielleicht dazu sagen, es war Oktober 21. In Deutschland war es so, dass irgendwo jeder Abstand gehalten hat, jeder irgendwie nicht mehr erkennbar war, weil mit Maske rumgelaufen ist. Und wenn mich jemand besucht hat, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, da war ich immer sehr erschrocken, denn die kamen an die Tür, ich mache die Tür auf, sage bitte komm rein, und da wird sofort drei Stufen, also wir waren so Halbparterre, ne, wurden sofort drei Stufen zurückgegangen und ich habe keine Maske dabei. Und ich gesagt, ja komm doch rein, ist doch kein Problem, du hast mich falsch verstanden, hast du eine Maske für mich? Ich, nein, sowas habe ich nicht, das ganze Haus war voll davon, aber ich habe sie auch verkauft. Ja, aber vor Corona. Egal. Auf alle Fälle, das war so die Situation, aus der wir geflohen sind. Und dann kamen wir hier an. Ich habe mit jemandem, der hier schon ein halbes Jahr war, telefoniert. Der sagte mir, ich schicke dir einen Fahrer vorbei. Und der hat uns dann auch abgeholt, der Freddy. Und als wir den Flughafen verlassen haben, stand eben Freddy mit unserem Namen, mit dem Schild da. Und das Erste, was der gemacht hat, er hat uns beide hintereinander in den Arm genommen. Ich weiß nicht, ob ich euch das richtig rüberbringen kann, was das für ein Gefühl war. Nach fast einem Jahr Entzug von körperlicher Nähe kommt hier ein Wildfremder, den wir noch nie im Leben gesehen haben vorher, der noch nicht mal unsere Sprache versteht, und ich seine nicht, der kommt und umarmt dich als Willkommensgruß. Also ich fand, das muss einfach mal erzählt werden. Die zweite Geschichte ist ja eigentlich gleich im Anschluss. Ich sage jetzt nicht alles, es kommt in einem anderen Video, es wurde sich mehrfach gewünscht, dass ich nochmal ein Video darüber mache, warum wir hier sind, warum Arusha, warum Tansania, warum überhaupt. Und ich werde das nochmal alles in einem Video aufarbeiten. Aber so viel, und das muss sein, das ist eine Anekdote, die gehört, einfach erzählt. Ich habe nicht meine Frau erpresst, hierher zu kommen. Die ist nicht freiwillig hier. Also, ich gestehe. Aber es war so, dass wir sind aus dem Flughafen raus, 2 Minuten später, wir sind mit Freddy gerade Richtung Arusha gefahren, der Flughafen ist ein bisschen außerhalb, und 2 Minuten später, ich gucke so aus dem Fenster und ich sage so laut vor mich hin, endlich zu Hause. Und ich meinte das auch so, bis heute. So 10 Sekunden später verzögert, meine Frau hat nicht gehört, was ich gesagt habe, höre ich von ihr hinten, ich will nach Hause. Also ihr seht schon, 2 Charaktere, für den einen das Richtige, für die andere das falsche Land. Aber was daraus geworden ist, seht ihr ja. Hier in unserer Nachbarschaft, da lebt ein Polizist von der Central Police, das ist so ein Dezernatsleiter, ganz, ganz netter Kerl. Und das war, glaube ich, letztes Jahr, als wir gesagt haben, ja, wir fahren jetzt da mal nach Dar es Salaam, sind für eine Woche oder zwei nicht da. Und dann meinte der Polizist, der das gehört hat, du,
wenn ihr da hinfahrt, ich komme ja ursprünglich daher, wollte nicht für mich bei meinem Vater vorbeifahren und ihm grüßen. Warum eigentlich nicht? Ja? Wo wohnt denn der? Ja, und das war gar nicht mal so weit weg. Ich glaube, 12 Kilometer von da, wo wir waren, wo wir eigentlich in Urlaub waren. Ich nenne es mal Urlaub. Ja, dort entfernt war sein Vater. Sein Vater ist der vorletzte, also Ex-Commissioner von Dar es Salaam, also ein ganz hohes Tier eigentlich. Und ja, wir sind dann da hingefahren. Es war ein Empfang, Leute. Wir sind empfangen worden wie Staatsgäste. Nett, freundlich, die ganze Familie war da. Und auch, ich fand auch ganz schön, dass er extra ein Geschenk für uns besorgt hat, weil wir kommen. Das war ein Bild, ein gemaltes Bild. Und er weiß, dass ich Elefanten liebe, das weiß er halt von seinem Sohn. Ja, und da waren auch Elefanten drauf. Also ich fand das einfach sehr, sehr rührend, wie er das gemacht hat. Ja, und auch, ja, wenn ihr irgendwann mal Probleme habt hier in diesem Land, ruft mich an, euch wird geholfen, egal um was es geht. Ja, und das sind so Kontakte, die du gar nicht überreißt. Ja? Der Sohn hat mir nie gesagt, wer das ist, sein Vater. Er hat nur gesagt, das ist mein Vater. Und das haben wir alles so Stück für Stück erstmal rausgekriegt. Und ich finde das einfach sehr schön, wie das hier läuft. Und das auch über lange und große Entfernungen. Ganz am Anfang, da haben wir in dem Green Garden Hostel gewohnt. Es war ja alles ein bisschen anders, als wir es bestellt hatten, aber gut, wir wussten, Afrika, alles ist anders, wir haben uns darauf eingestellt. Im letzten Schuppen zu übernachten. Was wir da hatten, war ein sehr kleines Zimmer, da passte genau das Doppelbett rein. Links und rechts konnte man gerade so vorbeikrabbeln. Tippeln, nicht krabbeln. Krabbeln wäre schon zu breit gewesen. Es war ein Brett an einer Wand, etwa 40 cm lang, das war der Tisch. Es gab einen Stuhl, aber dann war es eigentlich schon vorbei, weil da war ja dann die Ausgang- oder Eingangstüre und auf der anderen Seite der Wand war, ja, da ging es zur Toilette, also zur halboffenen Toilette, weil das war eigentlich nur durch eine Mauer getrennt, oben war alles frei und die Tür war auch mehr frei wie zu. Ja, aber es war zumindest eine Sitztoilette mit Einblick. Fenster, Spiegelglas, es hieß, das sind verspiegelte Scheiben, da sieht keiner rein. Uns hat keiner erzählt, wenn du das Licht drin anmachst, dass dann jeder reinschauen kann. Aber ist okay, wir haben es dann irgendwann mal durch ein paar Leute mitgekriegt. Naja, auf alle Fälle, in diesem kleinen Zimmer hatten wir fast nie Wasser. Also heute wissen wir, dass die Wasserrechnung nicht bezahlt haben. Die haben immer gesagt, ja, die Stadt liefert keins. Heute wissen wir, die hatten damals das Geld nicht dazu, das Wasser zu bezahlen. Obwohl wir unser Hotel im Voraus bezahlt haben. Naja, egal, auf alle Fälle. Ja, war es, ich glaube, der vierte oder fünfte Tag ohne Wasser. Und ja, dann fängt es an zu regnen. Nachts oder abends zu. Da sagen wir, ja cool, gut, hier ist alles frei, gehen wir ins Zimmer, bleiben wir trocken. Ja, da sind wir dann rein und rate mal, wo es geregnet hat. Das Zimmer hatte Wasser ohne Ende, es hat genau aufs Bett geregnet. Aufs Fußteil, aber immerhin, es hat aufs Bett geregnet. Ja, wir sind dann natürlich los und haben gesagt, hey Leute, Problem, ja, das Dach hier ist undicht, da kann man rausschauen. Das ist das war so ein Strohdach, strohbedecktes Dach, aber halt nur Stroh. Und ja, es wurde natürlich sofort Abhilfe geschafft. Man hat uns zwei Behälter gegeben und hat gesagt, das müsst ihr hinhalten. Ja, und da gibt es sogar ein Bild davon. Ich darf es nicht einspielen, aber da gibt es sogar ein Bild davon, wie Anita stundenlang dasteht und diese Tonne da festhalten muss oder wollte. Naja, das war endlich mal Wasser, sagen wir so. Es gibt hier in Tansania immer sehr viele, ich sage mal, fliegende Händler, Menschen, die durch die Gegend laufen
haben alles Mögliche dabei. Ja, du kannst in der Kneipe Winterreifen kaufen, du kannst Scheibenwischer kaufen, du kannst hier alles Mögliche kaufen. Winterreifen, habe ich Winterreifen gesagt? Ja. Aber ich glaube, die haben sie auch. Keine Ahnung. Also man kann alles Mögliche kaufen, was man braucht oder auch nicht braucht. Manchmal ist es aber ganz gut. Ja, ich hatte gerade, ich weiß es nicht, war da irgendwie einer hellhörig, ich hatte gerade meine Gürtelschnalle ist abgerissen und da kam einer mit behangen mit lauter Gürtel. Kam in die Nähe der Bar, ich habe mal gesagt, hier komm her. Der kam und ich habe mir einen Gürtel ausgesucht. Er verlangte dafür 45.000 Schilling. Ich habe gesagt, nö, du kriegst 10, mehr kriegst du nicht. Aber da wollte er halt irgendwie runter, war dann schon auf 12 und ich habe gesagt, nee, ich bin stur, mehr als 10 kriegst du nicht. Und dachte mir, na, handeln, ich gut. Und irgendwann sagte er dann, ja gut, 10 ist in Ordnung. Nun, wir waren mit unserem Freund Sofie da und am Nebentisch saß auch noch einer, der die ganze Zeit nur mit dem Handy gespielt hat. Und der Sofie sagte, nee, das machen wir nicht, ja, 5.000. Und ich sagte dann zum Sofie, das ist in Ordnung, ja, mit 10.000 bin ich zufrieden, das sind 4 Euro für so einen Gürtel, das ist ein super Gürtel, das ist alles gut. Sofie sagte, nein, das sind 5.000. Da sagte der Händler wohl auch irgend sowas, ich habe es damals nicht verstanden, aber wohl so, Herr, spinnst du jetzt, der Musungo ist einverstanden mit meinem erhöhten Preis, also was soll das? Sofie blieb stur und sagt, nein, mein Freund, der zahlt das nicht, 5.000 Schilling. Und ja, irgendwann hat er dann gesagt, na gut, dann lassen wir es halt. Also der Händler. Dann stand der Mann vom Nebentisch auf, ging zu dem Händler hin, zeigte ihm irgendein Kärtchen, den Ausweis oder irgendwas und sagte ihm, zeig mir mal deine Lizenz. Tja, und dann hatte ich den Gürtel für 5.000 ganz schnell bekommen. Es hat sich dann rausgestellt, der am Nebentisch, das war einer der Polizisten, es gibt hier sehr viele in der Gegend, wo ich wohne, das war ein Polizist, der ist einfach hin und gesagt, pass mal auf, ja. Du kannst dir bei jedem verlangen, was du willst, der hier gehört zu uns. 5.000 ist gut und wenn dir das nicht ist, dann verlange ich deine Lizenz. Also ich fand das ja, mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite ist es natürlich schön, ja, dass du solche Freunde hast, solche Verwandten, solche Nachbarn, die sich derart um dich kümmern und dir helfen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch blöd, wenn du dem sagst, ja, ich bin damit einverstanden und dann, ja, da kommt jemand anders und sagt, nee, mach mal anders. Ist irgendwie so ein bisschen ein gewisses Gefühl, aber man lernt was dabei. Und heute weiß ich halt, was so ein Gürtel kosten darf. Eins der schönsten Geschichten, wie ich finde, das war, als wir hier in dieses Haus eingezogen sind. Tiger. Puma von oben. Das war, als wir in dieses Haus eingezogen sind. Am Anfang, ja, wir sind hier rein, Tor und Tür, alles war auf. Und kamen zwei Kinder, haben dann gefragt, wohnt ihr jetzt hier? Ja, wir wohnen jetzt hier und dann sind die verschwunden. 2 Stunden später klopft es am Tor, sind die zwei Kinder wieder da. Kommen rein, umarmen jeden von uns. Sagen sowas wie in Englisch willkommen, ja, Gesundheit, sagen sowas wie willkommen und übergeben uns, ich glaube, Anita hat du hast einen Herzlutscher mit Blümchen geschmückt, gekriegt, ja. Und ich habe, glaube ich, einen Strauß mit gepflückten Blumen gekriegt. Ja. Also war ganz, ganz lieb und das sind einfach schöne Sachen, das ist ein schöner Empfang, den wir hier gekriegt haben. Kurze Geschichte, aber ich finde eine der schönsten. Bis zum nächsten Anekdotenvideo. Mach's gut.